gibt zwei Sachen, die man nicht zurücknehmen kann. Kugeln, die man abfeuert und Worte, die man sagt. Womit bin ich denn dran? Ja, du machst dich jetzt erstmal warm, ne? Gymnastik. Nee, ich mach keinen Sport. So siehst du aus. Nee, ich hab gestern Nacht auch schon trainiert. Wie fühlst du dich? Hast du noch nicht so 18 geworden. Hä? Wie fühlt man sich so mit 37 jetzt, oder? Bist du schon 37, oder? Ich rede schon mal. Ich bin schon ein sehr junger Kerl. Die Leute sollen sich ein Bild von meiner Erscheinung machen, nicht von meiner Zahl. Ja. Weil zum Beispiel der Rafa ist auch 52 und man sieht ihm das nicht an. Wir fangen jetzt unser Training an. Du kriegst erstmal deine Elektrolyte. Der Ernährungsberater hat ihm jetzt irgendeinen Zaubertrank gemixt. Gummibärensaft. Geschwister. Warte kurz, ich will dir doch noch Support geben. Gandalf. Wie lange trainiert ihr zusammen? 2 Monate? So ungefähr. Ja. Ungefähr, gell? Guck mal, ich sehe nur noch so aus. Das wirkt nicht. Das Training wirkt nicht, wenn man die ganze Zeit Burger isst. Gut, dass du es sagst. Ich schwöre, mein Team und ich, wir gucken immer bei allen unseren Klienten so im Privatleben, immer wenn die auf Instagram sind. Gibt es direkt eine Nachricht, mit wem bist du unterwegs? Was hast du da? Was steht denn da auf dem Tisch? My man. Hast du dir jetzt Gedanken gemacht wegen Supplements? Die ganze Zeit. Ich habe noch nicht wirklich die Liste komplett fertig, die Sinn macht. Er hat mir noch ein paar coole genannt. Aber ich will wirklich gucken, welches hat Priorität Nummer 1. Weil ich will mit einem Supplement anfangen. Weil wenn das läuft, dann geht's los mit 3 Supplements. Bier willst du anfangen, gell? Ja, Wodka, Bier. Für ihn möchte ich gerne nach Frankfurter Art eine Apfelweinpastille. Proteinbier wieder mal. Proteinbier. Esspapier wäre nicht schlecht. Esspapier, richtig böse. Ne, ernsthaft jetzt? Gibt's nicht. Gibt's nicht auf dem Markt. Esspapier. Esspapier. Esspapier, genau. Esspapier. Ich trinke Esspapier. Nein, aber sagen wir. Ich habe heute extra veganes Papier dabei. Kennst Veganer du? Was? Gib mal das Esspapier. Veganes Papier. Das ist schlau. Ja, mit 9 Gramm, wir machen das mal so ein bisschen Werbung, ja. Gucken auf die Nährwerte. 9 Gramm Proteine und nur 0,5 Gramm Zucker. Das habe ich dem Raff jetzt mitgebracht, damit er mal ein bisschen aufgeht. Welcher Ernährungsberater ist Esspapier? Ich? Er ist auch Ernährungsberater. Deswegen er ist der fette Ernährungsberater, wo ich letztens erwähnt habe. Deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Genau. Ne? Das ist brutal. Ist man da wirklich? Ja, auch scheiße. Ich esse auch. Alles gut. Nein, ich glaube dir. Das weißt du warum? Wir haben das früher als Kinder im Schwimmbadzimmer gegessen. Okay. Hey, Kollege, mach doch nochmal 2. Was ist denn los mit dir? Also. Jetzt komm, mach doch mal auf. Das ist gefährlich, das Gerät. Du musst langsam drauf gehen. Warum quietschen das so? Das sind sehr alte Geräte hier. Ihr beiden habt euch gefunden, ja? Ja, irgendwie schon, ja. Schon irgendwie. Aber er hat auch recht, allein mit der Türklingel gestern, ne? Wo ich das gesehen habe, ist mein Herz aufgegangen. Ich schwör's dir, weil es so ist. Ich muss auch jedes Mal 15 Minuten erwarten, bis du aufmachst. Pass auf, hier kommt halt nicht jeder rein. Guten Morgen. Ich klopfe seit 10 Minuten. Echt? Was ist denn? Ich stehe vor der Tür. Seit 10 Minuten. Ja, da ist er hat Klingel, doch die Klingel. Welche Klingel? Die Klingel funktioniert gut. Die Tür gehörst du. Ja? Scheiße. Mann. Wenn du zumindest mal dieses Fenster offen lassen würdest. Komm mal rein. Sag euch ernsthaft, wenn ihr hier irgendwie was besprechen wollt, ich kann auch gehen.
Na, aber ernsthaft, warum quietscht das so? Das muss so sein, damit er den Takt hört. Er ist Musiker. Guck, der Beat. Ich habe gestern schon trainiert, ich muss gar nichts machen. Wie ist denn das? Ich habe ein bisschen Gewicht. Die linke Hand ist einfach nicht mehr so stark. Guck mal, letzte Woche, ne? Da war mal Essen. Da hatte ich einmal meinen Gimbal in die Hand genommen und so, boah, das Ding ist aber schwer, ne? Ja, alles gesagt. Was willst du damit sagen? Wie stark ich bin. Also Kniebeuge nach vorne laufen, in die Liegestützposition und wieder zurück. Eine Minute. Zwei kleine Dracheneier mal zur Seite, ne? Was? Zwei kleine Dracheneier mal zur Seite. Oder meine. Und das zwei unterschiedliche Gewichte bleiben. Warum ist das größer als das? Das ist doch so. Das sind wirklich verschiedene, oder? Ja, aber gleich schwer. Jetzt mach doch mal die Synchro bitte. Komm. 3, 2, 1, los geht's. Das sind wirklich jetzt verschiedene Gewichte, die ihr jetzt habt, oder nicht? Nein, das ist, weil es 4 Kilo und nur verschieden groß. Wieso kann ich nicht die Schultern drücken wie jeder andere Mensch? Einfach mal 15 Wiederholungen machen mit einem guten Gewicht und nicht so 3,5 Minuten am Stück. Guck mal, du machst eine Minute mit 4 Kilo pro Seite. Du sag mal 4 Kilo. Das ist nichts. Guck mal. Boah, Alter. Ist süß. So kleine Tamagotchis. Boah, hattest du auch für Tamagotchi? Ich hatte so eine Scheiße. Hat aber nicht lange gehalten bei dir, gell? Weil du mir das gefuttert hast. Ich hab's nie, nach einer Stunde gestorben. Hier, da musst du noch Schilder hinstellen. Handyverbote auf der Trainingsfläche. Das geht nicht. Das geht nicht. Business. Nee, Business gibt's hier nicht. Hier wird Sport gemacht, oder? Frag mich gerne. Frag mich. Frag mich doch, was du eben gefragt hast. Mir tut es leid, dass du, wenn die Kamera aus ist, so... Ich hab mich... Das bist du so ein Schicksal. Liegestützen, eine Minute Sit-Ups. Dann hier. Was für ein Kniebeugen? Nee. Bruh. Das hab ich nie erwartet. Was juckt den sein Geschwätz von gestern? Wenn du erstmal rachst, was du jetzt schon imstande bist zu leisten, anderes Level. So geil. Ich mache jetzt nur so, weil wir tatsächlich nicht dumm trainieren sollten, sondern smart. Also eher regenerativ und ganz andere Intensität. Aber ansonsten, unser Tonus wird immer so sein. Immer. Wenn du eine Stunde auf gutem, hohem Niveau im Personal Training Umfang als Klient mit mir trainierst, kann man schon auf um die 1000, über 1000 Kalorien gehen. Aber es ist wichtig, dass man weiß, dass natürlich die dementsprechende Vorausbildung geschehen muss. Ja, du musst eine gewisse Grundfitness erlangt haben, ein Skillset an Bewegung und dann geht es 100%. Die erfüllt der Vega dann natürlich, ne? Ja. Der hat diese ganzen Attribute schon von ist zu Hause aus gebracht. Ich bin so auf die Welt gekommen. Ja. Hey, ich bin gerade vorher. Weißt du was? Ich hab Bock. Aber nur weil die Kamera dabei ist, trainiere ich jetzt mit. Ich muss einfach meine unglaubliche Überlegenheit einfach immer demonstrieren. Es geht hier ums Ego. Die sind die, die mit Luft gefüllt sind. Diese Plastikdinger, die mit Luft gefüllt sind. Das ist für dich so anstrengend, weil du so bläst immer. Alter, was hast du noch weh gemacht? Ja. Bläst. Zur Straße machst du Burpees, bis es aufgeht. Ich weiß nicht, wie Gott es geht. Du weißt, wie Gott es geht. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so viel üben kann wie du. Zeig mal, wie man so unehrlich ist auch. Bitte zeig mal. Hast du Wasser? Immer nur einen kleinen Schluck, ja? Junge, jetzt fängt er auch an. Alter. Womit? Mit Ansage fängt er jetzt auch an. Wo kriegt man die denn? Erzähl mal. Siede. In Siede. Ach so. In der Türkei. Ja. Hier riecht's nach Zigaretten, da will er noch auch drauf. Nee, David raucht. David. Zwischen den Pausen rauchen schon mal so. Triathlet, ja, alles. Aber in den Pausen muss er immer mal eine Kippe rauchen, dass er nicht zu stark wird für die Leute. Vor allem, wenn ich raus vom Wasser komme, brauche ich unbedingt. Erstmal eine Kippe. Eine kubanische Zigarre. Ja, aber die rauchst du auf Lunge, ne? Eine Kuliba. Deswegen gehst du immer mal den Burpees rüber. Ja. Zieh ich kurz zwei, trinke einen Schluck von Bier. Apfelwein bitte. Nee, ich bin in Frankfurt. Ja. Ich weiß gar nicht, wo du herkommst, aber wir sind hier in Frankfurt. Dort, wo ich wohne, gibt es so Menschen wie dich gar nicht. Da leben nur Deutsche. Wir können uns das leisten, so zu reden. Nein.
Nee, ernsthaft. Karriere vorbei, Bruder. Ernsthaft, wenn man so redet untereinander, der eine schwätzer als der andere. Ehrlich? Wäre klatsch. Okay. Wir sind alles Rassisten. Wir sind alles Rassisten. Nee, ich bin kein Rassist. Ein Iraner, ein Kubaner, ein Frankfurter, aber so. Der einzige Deutsche hier. Ja, du bist nicht Deutsch. Du bist der Einzige, der hat wirklich kriminelles Blut in sich. 100%. Dann verrat doch, wo du herkommst. Du sagst nicht, du bist ein Krimineller. Verrat's doch einfach. Sag's doch da rein. Na komm schon. Aus Corleone, mein Bruder. Ja? Der ist nämlich halb Sizilianer. Guck mal, die Goldkette. Sieht auch so aus, Bruder. Goldkette mit Diamanten und so Geschichten. Das können wir uns dir nicht leisten. Ja? Ohne Job. Okay, gut. Also vor dem Training mobilisieren. Es gibt eine ganz klare, für mich zumindest ganz klar verständliche, nicht nur Theorie, sondern eine Praktik. Du willst ja während dem Sport, willst du ja, dass deine Bänder, deine Sehnen, deine Muskulatur zucken, also dass sie arbeiten und nicht entspannt sind, sondern aktiv sind. Und dementsprechend solltest du natürlich vor dem Workout nur mobilisieren. Das heißt, in verschiedene dreidimensionale Bewegungsrichtungen gehen, eine Dehnposition nicht länger als 5 bis 8 Sekunden halten, damit man einfach diese saubere Bewegung garantieren kann. Ausdehnen, was du meinst, nach dem Training, bist du schon umgeknickten Fuß. 1000 Mal. Ja, es passiert ja nicht selten, dass man danach nochmal umknickt. Genau. Und das ist der Beweis, wenn du ausdehnst, dass du keine Spannung im Körper hast. Das sollte natürlich nicht passieren. Soll man jetzt nach dem Training ausdehnen? Nach dem Training ausdehnen, weil du ja dich nicht mehr bewegst, weil du nicht mehr springst, nicht mehr läufst, nicht mehr das. Aber es gibt ja wiederum Studien, die besagen, dass Ausdehnen einen Tag später. Jeden Tag. Nee, wenn du als Beispiel, wenn du jetzt die Arme, wenn du deinen Oberkörper jetzt trainiert hast, gehen wir mal jetzt vom Bizeps aus. Ja. Was mit Trizeps? Trizeps und so gedehnt. Weißt du, was ich gehört habe? Verstanden habe? Trizeps. Trizeps. Ja, du hast Knizeps, hast du noch gesagt. Trizeps. Trizeps. Scheißegal, beides ist total bescheuert. Trizeps ist geil. Das ist genauso wie Fitnessstudio-Mitglied. Ich schmeiß ihn raus, als ist er ohne Glied. Also, ich bin für Befürworter von jeden Tag aktiv sein, Körperbewusstsein, ob es Yoga ist, ob es dann Bodybuilding ist, ob es Sprinten ist, Schwimmen ist, Leichtathletik, Kampfsport, Fußball nicht. Bei Fußball verletzt du dich mehr, als wenn du dir im Ring auf die Schnauze haust. Fuck. Let's go. Du hast jemanden zu fest in den Arsch. Der ist gebrochen, glaube ich einfach. Seit 2 Wochen. Boah, sag jetzt nichts Falsches, Mann. Seit 2 Wochen trainiere ich mit gebrochenem Fuß. Schneid es raus, ich schwör's dir. Schneid es nicht raus. Sag mal, ich werde gezwungen, mit gebrochenem Fuß zu trainieren. In 2 Wochen trägt er dich dann auf die Bühne, der Raff.